Willkommen zu einem besonderen Video. Da neben mir seht ihr den Flo, der hat einen YouTube-Kanal draußen, bleibt's gesund, heißt der. Servus. Flo, du bist heute das erste Mal mit Ski auf dem Gletscher, gell? Ja. Ja. Und wir sind jetzt heute den zweiten Tag bereits unterwegs. Zu dritt sind wir, da ist der Max. Grüß euch. Und da rauf, seht ihr mal, da kommen wir her. Insgesamt haben wir ja, knappe 2700 Höhenmeter hinter uns und insgesamt wird die Tour 50 Kilometer lang sein. Wir bewegen uns über einen riesengroßen Gletscher. Wir gehen über einen Gletschersee drüber. Wir gehen in der Nacht auf eine Hütte, also das wird richtig spektakulär. Ja, jetzt schaut er gerade nicht her, aber schaut unbedingt beim Flo seinem Kanal auch vorbei. Ich habe mit dem Flo bereits letztes Jahr die Watzmann-Überschreitung gemacht. Der hat es richtig verdient. Schaut da vorbei. Der erste Franke wahrscheinlich, der da heute so hoch unterwegs ist. Bei diesen Bedingungen. Ja. Viel Spaß mit dem Video. Perfekt! Brokeback Mountain! Super, keine zwei Minuten unterwegs. Und schon sind wir in der Sonne, herrlich! Da seht ihr jetzt den Parkplatz Hopfeldboden. So weit kann man im Sommer reinfahren. Da ist der Umkehrplatz auch für die Busse. Und man kann so ein Wandertaxi sich auch noch bestellen und da immer aufgefahren. Die Tour auf den Großvenediger gehört zu den großen klassischen Skitouren der Ostalpen, die im Tourenbuch eines ambitionierten Bergsteigers nicht fehlen sollte. Allerdings kostet die Besteigung von Norden einige Mühen, da zunächst ein sehr langer Hüttenanstieg wartet, bevor man dem Großvenediger aufs Haupt steigen darf. Wir sind jetzt auf knappe 1500 Meter. Bis daher waren es vom Parkplatz über 5,5 Kilometer und 550 Höhenmeter. Jetzt können wir gleich ins Oberswitzbach da rein. Da sind dann einige Almer. Und ab da sind wir in der Sonne und bei irgendeiner Alm werden wir nachher noch mal eine kurze Pause machen, mal ein bisschen was trinken, weil bis jetzt sind wir doch auch schon Stunde 40 fast durchgegangen. So, jetzt sind wir herum. Flo, was sagst du? Traum. Cool, gell? Ja, schau dir das an. Wahnsinn. Was willst du mehr, ne? Ich brauche halt nur noch ein Bier auf der Alm, aber es ist halt alles zu wegen Corona, gell? Ja, aber... Wir haben ja nicht was dabei. Eben. Schon. Uns geht nichts ab. Nee. Voll cool, schaut euch das an. Wuhu! Mega, oder? So ein geiles Tor. Ja, mega. Ja, jetzt geht es halt ewig weit zurück. Ewig weit. Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits kurz davor, die Tour aufzugeben und abzubrechen. Wer von euch kennt auch das Problem Aufstollen von Fellen? Vor allem, wenn noch ca. 10 Kilometer Hüttenzustieg auf einen wartet. Boah, ich sag's euch, ich bin schon so hier. Wir sind noch nicht einmal auf 1600 Meter oben. Und ich glaube, das ist erst das vordere Drittel vom Obersalzbach, wenn ich mich richtig erinnere. Aber seit wir in das Umkämmer sind, stollen die Fälle auf.
Jetzt hat Lange Ski schon so oder so 2,7, 2,8 Kilo bei mir. Mit den Föhn natürlich noch mehr. Durch das Aufstehen, die Meerarbeit, bei jedem Schritt, ja, keine Ahnung, 6, 7 Kilo. Das ist brutal, was da dran hängt. Aber wir gehen mal nicht auf. Wir machen es jetzt einmal so. Der Flo und der Max spielen da hinten eine des Tals, solange die Straße ist, an. Und im freien Gelände haben wir sowieso gesagt, dass ich dann spüre, weil doch ein Dreier ist heute, dass wir die Spur gescheit anlegen. Ich habe es eh schon gesagt, voll viel Kilo Schnee haben wir auf die Ski. Auf die Felle, jetzt haben wir die einmal wieder entsorgt vom Schnee und dann sind wir trocknen lassen. Dann schmieren wir es wieder ein mit einem Wachsel und hoffen, dass es nachher besser wird. Mühsam, gell? Bis jetzt sehr mühsam. Aber schön ist es und angenehm warm ist. Hoffentlich schaffen wir es vor Einbruch der Nacht auf. Sonst wird es nämlich nicht mehr warm. Da geht jetzt das ganze Tal noch rein und dann geht es ganz weit nach links und von hinten müssen wir nachher auf die Kürsinger. Das ist schon besser auf das Wachsel. Hast du es braucht jetzt, oder? Ja, schon, ja. Vorher war es nicht so weiß, was ich muss. Aber das werden wir dann sehen vom Weg. Ja, schaut halt schon besser aus als vorher. Viel weißer wie vorher. Ja. Hoffen wir, es kommen aus mit dem heute. Jetzt haben wir wenigstens was zum Essen. Wachsel. Ja, da kann man jetzt natürlich bei so 200er Latten mehrlagig ein. Sicher das Splitboard werden sollen. Und so kämpfen wir uns weiter und weiter. Es ist echt mega schön da herinnen in dem Obersulzbachtal. In der Zwischenzeit sind wir 10 Kilometer herinnen. Seit dem Föllwachseln ist echt besser gegangen. Wir haben aber auch das Glück gehabt, dass wir zu einer Zeit lang im Schatten gegangen sind. In der Zwischenzeit spricht die Zeit auch für uns. Ab 15 Uhr soll es natürlich dann ein bisschen anziehen. Sobald es schattiger wird und kälter wird. Also aktuell gute Dinge, dass wir es auf die Kürsinger Hütten aufschaffen. Elf Kilometer Zusteg und endlich im freien Gelände. Scherz beiseite, das Skido hat da angespurt. Schaut einmal, Lawine von Eisfall. Ah ja, habe ich unlängst einmal gelesen. Gute Skitourengeher wissen nicht, warum es wo gefährlich ist, sondern warum es wo ungefährlich ist. Und da, wo wir gehen, ist deswegen ungefährlich, weil wir in keinem Einzugsgebiet sind. Und da, wo es runterkommt, kommt das nie bis zu uns. Und von da drüben gar nichts herkommen. Darum ist da ungefährlich. Der Spurter, der Franz, mit seinen zwei Snowboards unter den Füßen. Das ist ja fast wie eine Autobahn. Essen ist wichtig. Ja. Am meisten freue ich mich schon aufs Bier auf der Hütte. Das ist ja das Geile, weil man weiß, weil dann erstmal 12 Stunden auf dem Feld
12 Stunden zum Erholen. Ne? Ja. Das kann man genießen. Nehmen wir uns den Materialsalb an. Sommer geht es da rauf. Für uns geht es jetzt das Tor rein. Sagenhaft, da ist da einer. Ewig weit. Puh. Keine Spur weit und breit. Da sind wir jetzt mit Sicherheitsabstand gegangen. Standardmaßnahme bei einem Dreier. Ja, ein bisschen einblasen ist da, aber da wo ich bin, ob da ist man safe. Und so steil ist der Hang auch nicht, also sicher unter 30 Grad. Flo kämpft schon ein bisschen, aber ich muss dazu sagen, wir kämpfen heute alle. Also das ist, ja, geht an die Grenzen. Aber kann ja auch nicht jeder sagen, dass ein Großvenediger von der Kirchen am Großvenediger angespurt hat. Vermutlich die längste Skiabfahrt der Alpen, zumindest der Ostalpen definitiv, mit über 2800 Höhenmeter. Da vorne sieht man einen ewigen Spurergott, den Franz, und in der Mitte hinten das magische Ziel, den Großvenediger. Also es zieht sich schon echt hoch, muss man schon sagen. Leck mich am Arsch. Jetzt gebe ich ganz schön Milch, aber die letzten paar Meter schaffen wir auch noch. Ja, und dann gibt es ein Bier. An den skurrilsten Eisskulpturen geht es da vorbei. Wahnsinn. So, der letzte Stück kurz Ski tragen, weil es so arschig ist. So, da ist das ganze Tor reingekommen. Da vorne sieht man schon ein Großvenediger. Da ist der Gletschersee, müssen wir jetzt drüber, links und noch rauf zur Hütte. 2200 Meter, 300 Höhenmeter noch. Yes. 300 Höhenmeter haben wir noch, Burschen. 300? Ja. Schaut gut aus. Was? Schaut gut aus jetzt. Jetzt geht es über den Gletschersee drüber. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das jetzt die steile Rinnenaufe und danach sollte es wieder gemütlicher und flacher dahin gehen. Das ist überhaupt der erste richtige Skitour vom Flo. Also mega, mega, mega. Die Sonne ist in der Zwischenzeit auch schon untergegangen. 2450 Meter sind wir. Circa 200 Höhenmeter noch. Bis da hinten. Ja, in der Zwischenzeit ist es schon finster. Brutal. Da
da der Venediger im Hintergrund. Jetzt sind wir da gerade raufgekommen, haben mich noch an den Weg erinnern können. Mega Stimmung, wir müssen auf jeden Fall da gerade führen. Und dann da ist die Kürsinger, unser Ziel für heute. Flo, was sagst du? Gewaltig. Für die erste Skitour. Ja, die erste. Ja, also ich bin jetzt schon am Weg. Der Flo und der Max kommen auch gleich nach. War eine ziemliche Challenge jetzt da rauf. Aber jetzt sind es noch 3 Minuten zur Kürsinger Hütten. Ja. Ja, Venediger anspuren, das ist schon eine Challenge, definitiv. Fuck, Alter. Yes! Geil! Ja! Geschafft, Alter! Endlich! Fuck! Da bei mir! Nimmst mir du die Ski mit, bitte! Ja, bitte! Ja, gefroren! Wurscht! Da kommen wir nicht. Okay. Oh. Schau mal dagegen, dass der Scheiß nicht durchs Trinklicht kann. Wo da? Nein, das müssen wir. Das muss der Flo auch noch sehen. Also Verwalter! Yes! Bergheil, Alter! Bergheil, Max! Oh. Fuck! Jetzt hört's mir gleich einmal rein. Schlüsselstöhe. Oh, das ist leicht. Danke. Das ist leicht. Der Karl Flo. Danke. Super. Super gemacht, du bist stolz auf die Seite. Sehr gut. Fast 20 Kilometer. Irgendwelche Spreißeln braucht man oder was sonst. Also so schön wie wir es da auch haben, auf der Kürsinger Hütten im Winterraum. 2 Bier haben wir schon getrunken, der Max, ich habe schon 2 Bier getrunken, Flo hat schon 2 Bier getrunken. Jetzt gibt es einen Zirmschnaps, also verdursten und verhungern tun wir nicht, aber ein Manko hat das Ganze. Unsere Frauen haben wir nicht erreicht, die machen sich sicher voll die Sorgen, aber wir haben einander wenigstens gesagt, wir wissen nicht, ob wir einen Empfang haben, insofern wir werden uns morgen noch melden. Aber die tun uns schon leid, gell? Schon, voll. Das ist scheiße, also das ist echt scheiße. Wolltest du was sagen? Das ist echt scheiße. Oh, hi Spozl. Uns geht's gut. Wir sind heil auf der Hütte gekommen. Da haben wir noch ein bisschen Schnapseln. Und es lag wirklich am fehlenden Netz, ne? Ja, sicher. Ja. Dann sehen wir uns gemeldet, weil das aber ist. Aber das ist halt das Thema, was wir jetzt die ganze Zeit bereden. Also ja. Es drückt voll die Stimmung. So gut, wie wir es jetzt noch haben, aus. Aber
Das ist scheiße. Mehr trinken. Ja. Ich schau dir nochmal raus ums Eck. Ja. Vielleicht haben wir doch irgendwo ein Fitzel. Dann schreibst du aber dann auch, gell? Ja. Oder sagst du alleine, ich muss ja schreiben. Wenn ich ein Netz habe, dann sage ich der Leni, danke, soll Max. Eure Frauen zumindest bei Insta suchen. Ja. Und ihnen schreibst. Prost. 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 So, jetzt bin ich gespannt. Was ist das jetzt für einer? Seiner. Boah, der ist auch cool. Fränkischer Zirn, cool, der ist voll gut. Super gut. Schmeckt euch? Voll gut, ja. Siehst du, alles ich trinke nur einen. Ja, jetzt kommt der österreichische. Gut, war. Auf jeden Fall, du schaust auch noch raus. Auf jeden Fall. Tschüss. Prost. Tschüss, auf Prost. Die Prost. Schmeckt anders, aber ja, voll der super. Kann, der kann ein bisschen mehr. Der ist ein bisschen süßer, ja. Ja. Die Morgen war es absurdes dann. Morgen. Oh. Gut geschlafen? Hm? Schön warm haben wir es gehabt. Schlussendlich, weil vorher, wie wir gekommen sind, so gefahren. Bist du deppert. Aber alles schon mal warm war, ne? Traumhaft. Ja. Wunderbar. Wunderbar, ja. Jetzt noch eine Stunde zum Sonnenaufgang, ne? Ja. Da ist der Max. Morgen. Morgen. Max, wärst du geschlafen? Ja, weiß. Uns gut. So motiviert? Ja. Echt? Sicher. Und so ein Sauerstoff müssen wir noch zusammenräumen. Das ist echt unfassbar, dass es drei Leute hochgetragen haben. Ja. Scheiß Eisel Papier auch noch mitnehmen. Geh jetzt da los. Die letzten Vorbereitungen. 10 nach 7. Und dann Angriff. So, zusammengeräumt ist. Der letzte, in dem Fall ich, macht das Licht aus. Und jetzt gehen wir raus. Geil, ne? Wahnsinn! Sonnenaufgangsstimmung, einfach ein Traum. Schaut euch das einmal an. Für uns geht es jetzt ja gleich los. Da vorne unser Ziel, der große Venediger. Wenig Höhenmeter zu verlieren, machen wir uns mehr oder weniger am Sommerweg auf den Weg Richtung Gletscher. Hier muss jedoch die Lawinensituation durchgehend kritisch hinterfragt werden, da wir steile Hänge queren. Unter diesen Hängen sind durchgehend Felsabstürze. Im Fall einer ausgelösten Lawine hätte man so keinerlei Reserven mehr. Thank you.
Sonne. Drüber genau in der Venediger Scharte. Links der Kleinvenediger und rechts davon der Großvenediger. Ja, und wir suchen uns jetzt den Weg auf Gletscher. Der Franz spurt in altbewährter Manier und wir folgen im Sicherheitsabstand. Da kommt der Flo. Sauber! Super! Jo, jetzt haben wir es sauber geschafft auf dem Gletscher. Angesalzt sind wir auch schon, freier Seilschaft. Wie zu erwarten war, keine Spur geht da rauf. Über 20,5 Kilometer sind wir schon unterwegs. Naja, und es geht noch 900 Höhenmeter weiter auf den Gipfel. Wir sind am Gletscher und das nächste Ziel ist dann die Venediger Scharte. Auf geht's! Wir kämpfen uns immer weiter rauf. 3200 Meter sind wir schon. Da vorne der Schwarten.
wie gesagt, für euch wird es mir jetzt das leid tun. Aber nee, ist das wurscht, weil im Endeffekt, wir haben wir das Wichtigste von der Tour, im Maragipfel ist jetzt nicht dabei, aber das Wichtigste von der Tour haben wir eh gemacht. Wir haben das alles angespurt. Aber schau, wie hart das ist bei Max. Das ist kein Kirscht, gell? Aber ich wollte was damit sagen, weil du ja die Tour geplant hast, selbst wenn wir jetzt das nicht schaffen oder ich nicht, deswegen gehen wir jetzt nichts ab. Also bevor man jetzt sowas macht. Ja. Venediger nimmst normalerweise nie Steigeisen mit. Und so habe ich es da jetzt auch noch nie erlebt. Also Venediger mit Ski. Was tue ich auf, Max? Brechen wir an. Ja, nein, weil es geht zwar zum Stufenschlagen, aber es zahlt jetzt nicht aus, dass wir Leib und Seele riskieren. Hey, ich hab's ja gesagt. Also das, jetzt wegen so einem Zeug das kaputt machen, was wir bislang erlebt haben. Ja. Passt. Ja, für uns ist jetzt leider bei der Venediger Schorten Schluss mit lustig. Wir haben keine Steigeisen dabei, die braucht man im Normalfall auch nicht, wenn man Skitour auf den Groß-Venediger geht. Und wie man da sieht, das ist alles richtig gekischt, viel zu steil, dass man da irgendwie mit Haarscheisen raufgeht, viel zu gefährlich. Wir haben die ganze Tour angespurt, sind ganz allein da und das war unverantwortlich, wenn wir da jetzt einen Kopf und Kragen riskieren. Unverantwortlich unsere Liebsten gegenüber daheim, unverantwortlich, wenn wir einen Notruf absetzen müssten. Und ja, wie viele Kilometer sind wir gegangen, Flo, bis jetzt? Bis jetzt waren es knapp über 23, 2660 Höhenmeter. Ja. Passt. Und da drüben ist der Gipfel, so nah und doch so fern. Ja, aber so ist es, ne? So ist es. Ja, ja. Ja, es ist so. Aber es passt schon. Bis da war es ein Traum. Also das muss ich jetzt auch sagen, aus meiner Sicht, das war jetzt die erste Skitour alpiner Art und dann auch noch eine Skihochtour. Und ja, das ist es halt. Das macht es halt auch irgendwie aus, dass wir zum einen, deswegen bin ich auch froh, den Max und den Franz dabei zu haben, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen trifft, weil alles andere ist ein Krampf. Aber wie es der Franz gesagt hat, eine geile Tour war es trotzdem bis jetzt und ein bisschen was haben wir ja noch vor uns, ne? Wie viele Kilometer? 23, oder? Ja. Jetzt bin ich drauf, wenn du magst. Passt perfekt, super. Ufa! Yeah!
Sehr gut. Sehr gut, Flo. Wir haben uns wieder gut runtergeschafft. Ja, 47 Kilometer hat die Tour gehabt und ja, 2700 Höhenmeter ungefähr bergauf und bergab. Max, dein Resümee? Ja, mega geile Tour. War ich auch noch nicht da drin. Der Zustieg war cool, Hüttenabend war eine Gaudi. Heute war es noch gemütlich. Ja. Fischer Pulver zum Oberfahren. Gletscher echt gut benannt gewesen, ja, gell, zum super. Fahren. War lässig. Viel zu. Nein, alles im Allen mal tipptopp Tour. Dankeschön fürs Mitnehmen oder Bescheid sagen halt. Ne? Ja, aber wieder geil, wenn du mit dabei bist. Aber das hören wir gleich zum dritten im Bunde. Flo, wie ist dir gegangen? Gut. Jetzt. Super! Jetzt am Auto kann ich wieder sagen, gut. Nee. Das ist ja, glaube ich, was es im Intro gesagt, ich weiß es gar nicht. Aber das war ja meine erste Skitour in den Bergen eigentlich, kann man sagen, oder abseits der Piste. Und dafür war das eigentlich von Anfang an ja schon eine geplante Mördertour, die, glaube ich, alles versprochen oder gehalten hat, was sie versprochen hat. Ja, Mai mit dem Gipfel, das ist halt so, ne? Aber die Gründe haben wir schon genannt. Ich fand es mega. Also, dir herzlichen Dank fürs Spuren, weil das musste man auch erstmal machen. An der Stelle mal Lob an Franz, der von hier, vom Parkplatz an eigentlich bis, naja. Ja, bis, oben noch an halt. Naja, aber fast bis zur Venediger Scharte hast alles angespurt. Ja. Ne? Und das ist schon alle Achtung. Danke. Nee, also ich habe zu danken an euch, oder danke zu sagen an euch beide. Das war ein mega Erlebnis und ja. Es war richtig cool. Der Flo hat auch noch ein Video raus auf seinem Kanal. Wie gesagt, unbedingt beim Flo vorbeischauen. Bin schon gespannt, was du noch veröffentlichen wirst, weil du hast ja fest mitgefilmt. Schauen wir mal. Ja, und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt. Und in dem Sinn war es das. Bergheil, bleibt geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Ciao.